Pass auf die, gell? Aber bitte vorsichtig, du kennst den Wagen noch nicht. Jo, heute wird eh nicht viel Verkehr sein. Ohne Baustellen bin ich in 3 Stunden in Innsbruck. Schmäh. Und wenn ich erst einmal weiß, in was für ein Hotel die abgestiegen sind, sind in 2 Sekunden die Fotos geschossen und die Scheidungsgeschichte kann ihren Anfang nehmen. Aber bitte pass auf, dass die nicht wieder zusammenhauen, gell? Keine Angst. Einmal hat mir genügt. Außerdem habe ich jetzt einen Taekwondo-Kurs gemacht. Und hau ein Haus mit der Beintechnik zusammen. Der Trainer hat gesagt, ich bin schnellsten linken Fuß von ganz Österreich. Servus. War das dein Mann, der gerade weggefahren ist? Ja, auf Innsbruck. Ermitteln. Sag, was war denn gestern los bei euch? Nix. Was soll denn gewesen sein? So sag doch nicht nix. Ich hab so gestern eine Familienversammlung gehabt und dann ist noch der Trautmann mit dem Zimmerchineser gekommen. Und du sagst, es war nix los. Na, wer ist denn das? Was hat denn der wollen von euch? Soll ich es ihr sagen, der neugierigen Nosen? Ich kann Nosen und neugierig bin ich auch nicht. Gell? Also bitte, wenn du mir es nicht sagen willst. Ja, ich sag das ja eh. Also der Zimmerchines, so wie du sagst, das ist mein Vater. Nein. Ja, das ist mein Vater. Er hat mich seinerzeit gemacht und hat die Mama sitzen lassen und ist in die Fremdenlegion. Und jetzt ist er wieder da. Bleibt er da? Das weiß ich nicht. Ja. Komm, Gitti, wir müssen aufsperren gehen. Ja, du hast recht. Ich erzähl dir das zum Mittag, okay? Vierte, servus. Das ist jedenfalls die Situation. Wir müssen damit rechnen, in Bälde Verbindung zu unseren ungarischen Kollegen aufzunehmen. Unsere Zukunftswerkstatt hat sich herumgesprochen. Vor allem bei den Verwaltungen der östlichen Großstädte. Was war zu erwarten, dass sich die Augen der Welt auf unser Wiener Büro richten werden? Ja, klar, logisch. Weil was wir sich leisten, das kann sich sehen lassen, was? Richtig, Knetzer, ne? Außerdem ist es ja bekannt, dass wir und nur wir jederzeit gewillt sind, gemachte Fehler einzubekennen und wieder reversibel zu machen, nicht? Ich meine, denken wir nur an die Ohrwascheln auf Gehsteigen im Kreuzungsbereich. Die haben wir konsequent durchgezogen und wie wir bemerkt haben, die sind nicht effizient, schwupps, wieder zurückgebaut. Nicht? Oder die Vorbereitungen zur Untertunnelung des Gürtels. Ja, aber das ist Schnee von gestern, Kollegen. Jetzt müssen wir jedenfalls entscheiden, wer von uns zu den präliminären Vorbesprechungen nach Gür entsandt wird. Das ist doch keine Frage, natürlich der Gneisser. Warum denn? Ihr seid doch viel geübter ins Vordenken eingearbeitet. Ja, eben deshalb solltest du fahren, weil wir möglicherweise zu eingearbeitet und unsere Termini für Anfänger nicht mehr oder noch nicht verständlich sind. Außerdem gibt's da möglicherweise terminliche Kollisionen. Richtig, ne? Und was viel wichtiger ist, was die ungarischen Kollegen jetzt brauchen, ist ein frischer, noch unverbrauchter Kollege, ne? Da bietest du dich an, Rudi. Außerdem hat er schon ungarische Erfahrungen. Das nimmst du aber jetzt zurück, oder? Oder was? Also Kollegen, Kollegen, bei uns herrscht der moderate Ton, nicht? Also bitte. Also wir sind alle für den Kollegen Gneisser, der natürlich seine Gattin mitnehmen wird, dass alles seine Ordnung hat und es nicht einmal zum Schatten eines Eklats kommen kann. Also das mit der Gattin wird nicht gehen, weil sie arbeitet ja im Sozialministerium. Da wird man sie eben für die in Frage kommende Zeitspanne karenzieren. Schließlich ist der Minister ein Parteifreund. Ja, aber Ungarisch kann ich auch nicht. Ja, das kann niemand außer den Ungarn selbst. Die internationale Vordenkersprache ist Englisch. Ja, logisch. Aber Englisch... Also, nachdem das jetzt geklärt wäre, kommen wir zum nächsten Punkt, nicht? Stichwort Karibik. Internationaler Kongress der Gemeindevereine. Und da müssen wir natürlich in erster Front mit dabei sein, ne? Auf den Bahamas im Juni. Ja, du bist ja in Ungarn. Es können ja nicht alle fahren. Die
Die Stadt Wien muss sparen. Ja, logisch. Bonjour. Gardavou, Madame. Einen schönen guten Morgen, junge Frau. Servus. Ist schon fast Mittag, aber trotzdem, was für ein Morgen. Sergeant François Hubert bittet um 2 Packet Gauloise, ma fille. Sind Sie im Öl, Herrns? Wo ist denn ein schöner Morgen? Draußen regnet's und der Wind ist saukalt für die Jahreszeit. 2 schöne Frauen, Madame. Und für einen alten Legionär scheint die Sonne. Da hast. Ja, kostet natürlich mal nichts. Gratifikation der Tochter für den alten Vater. Salut, Brigitte. Was war denn jetzt das? Hat der gesagt, er ist in der Vater? Ja. Und es stimmt sogar, Frau Klapacek. Aber wissen Sie, seinen Vater kann man sich halt nicht aussuchen. Naja, mir geht's ja nichts an. Aber wenn das mein Vater wäre, die das mit zurückfuttern am Bock treiben lassen. Krampen. Joschi? Ja? Wann mähst denn du den Rasen? Wollte nur mehr. Ich mähe mehr. Ich will die Schule noch fertig machen. Schön. Ja? Ja. Was? Jetzt gehen Sie kommen, die Waffe. Mädel, wenn das was machen Sie. Gigi, Teubla. Ja, ist fesch. Sag mal, was heißt das zweite Je? Was? Nix. Also, nein, gar nichts. Das ist so, nur so, das ist so wie beim Pippi King. Ja? Pippi King? Ja, der Pippi King. Der Neger, der Plusneger. Das heißt auch nichts bei dem. Das. Aber ich wollte beim. Das Kind aber BB Plus Play oder was vielleicht. Aber zum Beispiel bei dem, beim Gigi Kell, hat das sicher nichts. So das. Also ich glaube, den kenne ich auch nicht. Was? Hm? Echt? In Gigi Kell? Inge? Du musst noch so viel lernen, wirklich. Er ist der berühmte Gigi Kell, der mit Kokain. Ne? Und wer weiß, jetzt wenn meine Russen ein bisschen laut sind, vielleicht kommen in Gigi Kell auch ins Geschäft. Ne? Was bitte? Das heißt, was bitte? Mit dem Gigi. Ach so, wie ein Kokain. Nein, das Lil von dem heißt. Kokain, das kennst du, das Kokain. Das kennst du. Nein, keine Angst, also mein Westen ist schnell weiß, gell? Seid nur bitte vorsichtig. Man hört so viel von der Russenmafia. Gäh, Russenmafia, bitte. Du heutzutage in der Popbranche, in der Internationalen, kannst du da keiner mehr Linke leisten. Ja. Meine Russen sind wirklich im Prinzip sind nichts anderes wie heute, ja, normale Konzertvermittler international. Ja. Und wenn ich da jetzt zum Beispiel sage, ja, dass die auch die Beatles Revival Band, ja, und ich spreche hier von den Beatles, ja, und der Vertrag haben, sagst du nichts mehr. Ja. Nein, da sage ich wirklich nichts mehr. Eben. Ja. Und ich bin auch halt so Subvermittler, bin ich, ja, weil die nicht alles allein machen können, die Russen. Super! Na gut, Hauptsache du hast eine Freude daran. Ja, okay, wenn es uns schon nichts hat, ist es eine Freude, ne? Also weißt du, Joschi, du bist manchmal wirklich wie ein kleines Kind. Ja, vielleicht ist das, was ich so gerne mache. Ich glaube, das andere Sachen auch gerne aus mir, ne? Das ist schon möglich. Das ist schon möglich. Lass uns mir zwei zu machen. Ja. Ich gehe was einkaufen und du misst mir bitte den Rasen, okay? Ja, ich wüsste nicht, was ich lieber da hat. Danke. Bitte. Ich kenne nicht einmal Gigi Kell, das packst du nicht. Gehen wir, Huren! Jetzt so langsam ein bisschen trippeln! Die Muskeln müssen warm sein, komm zu mir da! Schön trippeln, einschießen, bitte von her! Einschießen ist jetzt angesagt! Ja, sag einmal, Bertha, was ist denn mit dir los? Das ist einfach dumm und dumm und schaust. Der hätt's ja nur seinen Hechtsprung machen müssen. Dann hätt's den Ball im Kopf. Schiss mir den Goesel sofort aus die Socken. Franzi, eine Fußballprüfung. Pass auf, also, wann gibt's einen Öfer und wann gibt's einen Freistoß? Franzi, vergessen. Typisch, bist du da hin, Marin. Also, pass auf. Den Öfer gibt's dann, wenn eine Mannschaft den Schiedsrichter bestochen hat und den Freistoß. Ich meine, die Mannschaft, die den Freistoß abwehren will, die bildet eine Mauer, nicht? Und holt sie dann das Zumpferl, damit sie nicht weggeschossen wird. Was erzählen Sie den Buben für einen Blödsinn? Da lachen ja nicht einmal die paar Großholm auf welchem Platz. So, Franzi, gehst du mal ein bisschen mit dem Bezirksrat spazieren? So eine halbe Stunde, damit er keine Muskelschwund kriegt. Weißt du, ich hab das viel zu tun mit der Chronik, die muss fertig werden. Na, geh schon, Franzi.
Na komm, schau, wie er dich bittend anschaut. Franzi kann nicht, Franzi keine Zeit. Franzi da auf Platz, Bezirksrat da auf Platz. Franzi Co-Trainer, wichtig für den Verein. Da schauen Sie, was Sie angerichtet haben mit deren depperten Fußballerei. Warum sind Sie nicht am Stau aufgeblieben? Sie Kinderverzahrer, Sie Besoffener. Holen Sie nicht auf, ich war eh drin geblieben, aber Sie haben mich rausgeschmissen. Drum bin ich da. Aber ich arbeite eh dran, dass ich wieder reinkomme. Wenn ich nicht mehr hört, was Sie über den Öfer und Freistoß reden, sind Sie bald drin. Glauben Sie wirklich? Nice. Very nice. But heute ein bisschen little. Aber small is ja beautiful. Wie in Vienna, we have eh only lauter Troubles mit unserem Rathaus. Because perhaps, weil es halt gar so big ist, so great, you know? Rudi, affrontier die Kollegen doch nicht mit dem Klein. Außerdem red ruhig Deutsch. Die Herrschaften tun das ja auch. Ich hab halt gedacht, weil die Vordenkersprache Englisch ist, ne? Liebe Gnefrau, Ihr Mann affrontiert, frottiert uns doch nicht. Das ist. Wir sind ja stolz auf unsere Stadt, die so ein kleines Schmuckkästchen ist. Und hat nicht einer ihrer verehrten Dichter gesagt, es ist die kleine Welt, in der die Große ihre Probe hält. Ja, und Sie werden sicher einiges dazu tun, dass unser Dürr mit Städten wie Wien mithalten kann. Ja, logisch. Da haben wir ja gleich noch einen ersten Überblick gesagt, da gehören Kreisverkehre her. Aha. Ja. Und jede mit einer 23. Jahrhundert-Konstruktion wie bei uns am Gasplatz. Das ist ja interessant. Wie sieht die denn aus? Ja, wie eigentlich, wie? Na, jedenfalls hat unser Obervordenker dazu eine Metallsache hinstellen lassen. Sozusagen eine kreisförmige Ellipse auf Stützen, die was über dem Platz schwebt. Wie geht das mit Ellipse und Kreisverkehr? Ja, das ist ja das Gravierende daran. Sie steht da. Und die Leute schauen auf sie wie die Kuh aufs neue Tor und denken sich dabei modern, aber aufs Modernste. Aha. Aber gehen Sie doch lieber essen. Wir haben natürlich im besten Hotel der Stadt reservieren lassen. Meinen Sie nicht, dass Dürr für mehrere Kreisverkehre etwas zu klein ist? Ja, da macht es halt größer. Schauen Sie uns einmal in meinem Bezirk die Donaustadt. Ne? Was war die früher einmal? Ein Bredeldorf mit Wanzen und Leis. Und was haben wir Roten daraus gemacht? Ein neues, ein schönes, ein zweites Wien, wo man nach Herzenslust einen Kreisverkehr noch einen anderen bauen können. Baut's halt drüber der Rab, baut's halt da zweites. Ja, dann löst sich das Platzproblem von selbst. Dazu fehlt uns das Geld, Herr Kollege. Ja, dann macht's halt Schulden. So wie mir. Da sind schon ein paar Milliarden. Was hat unser Kreisky immer gesagt? Der hat gesagt, lieber Schulden machen, als gar nichts machen. Und wie stehen wir jetzt da? Mit, pardon, einem Schuldenberg und Sparpaket. Na und? Jetzt, wo wir in der EU sind, da burgt einer dem anderen was. Nicht? Weil jedes Land Schulden hat, da gleicht sich das alles wieder aus. Die Rudi hat keine Dauerreden. Wir wollten doch essen gehen, nicht? Das ist eine gute Idee. Darf ich Sie bitten? Ja, gern. Bitte schön. Ihre Logik ist der Rücken, Kollege Kneiser. Okay. Wir machen alle Schulden und die EU zahlt. Ja. Nur woher nimmt dann die EU das Geld? Na, die EU nimmt das. Die EU, die drucken heute halt ein paar Dutzend Tonnen Euro nach. Ja. Und die Geschichte hat sich gekommen. Glauben Sie, die Druckerpresse ist zum Fliegen gefahren. Und dann? Ist das ganze Vor in die Luft geflogen. Ah, was soll ich, der ganze Bär? Und mir, paar Legionäre, die was mir am Boden geblieben sind. Ja. Wir haben uns müssen durch die ganze Mauer von den gelben Schlitz aufregen. Mann, ja, wir haben schon geglaubt, rien war bleu, um uns nur Pulverdampf und gelbe Schufte. Aber wir haben überlebt und jetzt bin ich da und parbleu, mein Kloß ist leer.
Geh, gib mein Haverer noch einen Fünffachen, ja, auf meine Rechnung. Geh dazu weiter, wie das war in dem Dorf, wie sie einsetzt und habt die Weiber vergewaltigt. Ja, das ist mein Geld. So, aber hängt euch runter. Aber vom Vergewaltigen können sie nicht nur her. Ja, das ist ja deswegen, wegen den toten Zungenpferdeln. Also? Na, was? Wir kommen in das da. Das kennen wir schon. Das. Und? Guten Tag. Tag. Grüß Sie. So, ich glaube, du hast genug getrunken, gell? Ende der Vorstellung. Auf Wiedersehen. Du hast schon einmal gesagt, du sollst dich nicht von den Feinden einladen lassen und deine Raubsgeschichten erzählen. Ja, geh, 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 komm, geh. Servus, du. Servus. Aha. Afrika? Ja, unsere Zentrale in Mosambik. Was streust denn so? Weil ich dem Fisslutschel halt alles hingeschmissen und gekündigt hab. Der ist nicht nur ganz schön rechts, sondern auch ein urlinker Hund. Wieso? Weil ich ihm draufgekommen bin, dass er mich benutzt hat. Der lässt mich die Drecksarbeit machen, schickt mich mit falschen Bauplänen herum und hofft, dass das durchgeht, nur weil ich der Sohn vom Scheutl und der Schwiegersohn vom Kneißl bin. Heute wollte er, dass ich aus seinem Strohmann ein denkmalgeschütztes Gebäude kaufe und abreißen lasse. Da habe ich mal alles hingeschmissen oder geschaut. Scheiße, wo man hinschaut. Alles voll link und korrupt. Und die Leute schauen zu und sagen nichts. Dort wäre sicher schöner. Nette, freundliche Leute, die haben für alles dankbar sind. Ja, aber geh. In Afrika ist es genauso beschissen wie da, da schlagen sie sich auch gegenseitig die Schädel ein, nur in größeren Gruppen. Ich weiß nicht, ob ich mich nicht bewerben werde, dass sie mich nach Mosambik schicken. Aha, wunderbar. Und ich kann schauen, wie ich bei den vielen Arbeitslosen wieder Arbeit herkriege. Warum kommst du nicht zu uns? Ja, ich bin doch kein Fetzentandler, ich bin ein Banker, merkt er das? Ich bin doch nicht auf die Welt gekommen, dass ich für deine Neger irgendwelche Lumpen sortiere. Und für was bist du dann? Deiner Meinung nach auf die Welt kommen? Weiß nicht. Wahrscheinlich, weil meine Mutter zu meinem Vater mal ganz kurz ganz lieb war. Für schau, wie das geht. Wo? Na, niemand. Geht da. Ein paar Leute wie mir heute auch einkaufen da. Wo schaust du denn hin? Dort? Na dort? Das ist doch der Mann von der Lena. Ah ja. Der muss beim Ankommen. Ja, sehe, ja. Hallo, Herr René, grüß Sie noch. Was machen denn Sie da in Göhr? Habe die Ehre, Familie Gneisse. Ich bin da engagiert, ich sing da fern Werner Heurigen. Und was machen Sie da, einkaufen? Einkaufen? Ja, er und sich als bewusster Österreicher kaufe ja nur in Österreich ein bisschen ein paar Zigaretten und ein Treffel Schnaps und zwei, drei Decker Wurst. Da sind aber viel Treffel und ein bisschen mehr wie ein paar Zigaretten drinnen. Gut, man, spielt ja keine Rolle, nicht? Kaufen wir eh alle da ein, nicht? In Göhr da. Da sind mehr Österreicher wie Ungarn. Ja, aber wir gehören nicht dazu. Nein, mein Mann ist beruflich. Ja, mir hat das Rathaus hergeschickt, damit ich denen Ungarn ein bisschen beibringe, wie die Zukunft ausschauen soll. Nicht? Sie redet den Herrn doch nicht nieder, Rudi. Sie sind bei einem Heurigen da, bei einem Wiener Heurigen? Ja. Ja, aber ist denn da nicht zu starke Konkurrenz durch die vielen Lokale mit ungarischer Musik? Aber wo? Die Ungarn, die kennen ja noch Musik, gell? Die wollen unsere Werner hören. Nicht? Und die Österreicher, die was herkommen, ich mein, die fahren sowieso ab auf die heurigen Musik. Jetzt sehen Sie mal, wie deppert die sind. Die fahren 150 Kilometer, damit sie unsere Sachen hören. Und der heurige Berner, zu Hause ums Eck, der ist halb leer. Wann fahren Sie wieder zu Hause? Na, wir bleiben so eine Woche in Göhr. Bitte, da kommen Sie doch heute Abend bei uns vorbei. Kossut ut, gern am Anfang. Wir sind keine heurigen Geher. Nein, ich mag die Besoffenen nicht. Und das laute Ambiente, das mögen wir nicht. Okay.
Wie werden sie da mögen? Ich meine, als ein Kaiser will man den anderen. Was gehört, Wilma? Solidarität ist angesagt. Na, da müssen wir ja direkt zum Heurigen gehen, oder? Da können wir die Kollegen ja mitnehmen, damit sie mal hören, wie ein gescheites Wienerlied richtig klingt. Ne? Genau. Ja. Nein, ich glaube nicht, dass wir... Also, wir kommen und singen, dass die Trommelfälle jetzt dann würden. Also, dann bis heute Morgen. Wiederschauen. Bitte, na, wiederschauen. Na, was sagst du, Wilma? Ein Kaiser Müller erobert die Welt. Danke, ja. Okay, bitte, irgendwo muss er da anfangen. Also dann komm. Ja, Wilma. Schade, dass der Trautmann nicht hat zur Hochzeit kommen können. Ja, mir tut's auch leid. Aber weißt du, Dienst ist Dienst, da kann man halt nichts machen. Gott sei Dank sind ja Sie eingesprungen, Fräulein Schimmig. Also jetzt sag nicht immer Sie und Fräulein Schimmig. Und Frau Schimmig, sind wir doch per Du, hä? Da jetzt ist es viel leichter. Also, ich bin die Gitti und das ist die Ines. Ich bin der Robert. Na, endlich. Jetzt müsst ihr euch aber schon ein Bruderschaftsbusserl geben. Na klar, komm her. Servus, Robert. Grüß dich. Servus. Na, das gefällt mir aber, wenn ein frisch verheirateter fremde Frauen abschmust. Komm, red nicht so viel. Ich fliebe der Tragitzer bedienen, und siehst du, dass nicht nachkommt. Nur ein Scherzchen, ein kleines Mal. Ist jetzt mir ein bisschen zu eilig. Ja. Ja. Na, war schön's heiraten. Naja, eher wie auf einem Abend. Sachlich halt. Na, Posaunen haben keine gespielt. Das heiraten ja ununterbrochen, die Leute. Nur ich nicht. Das wäre eine Ehezeit. Du wirst schon auch noch heiraten, Ines. Wenn halt der Richtige kommt. Ja, wenn er nicht kommt, macht's auch nichts. Das Heiraten ist nicht so wichtig. Mit den Männern muss man sich eh nichts wie ärgern. Ja. Was ist denn? Ah, fangst du schon wieder an. Am liebsten möchtest du ja in Ausschnitt reinkriegen. Von der ihre Gespassler waren gar so gut. Von wem denn, Mausi Maus? Von der Milka-Kur, die es konserviert hat. Mausi Maus, bitte jetzt. Ich glaube, das ist wirklich lieb. Ah, die Frau Kotziba, das ist aber nett, dass Sie kommen. Wollen Sie sich zu den Freunden setzen? Soll ich einen Sessel dazustellen? Grüß Gott. Grüß Gott. Nein, die haben mich nicht als Trauzeugin genommen. Also, ich krieg ein Diener und einen guten Schnitzel und zwei Erdäpfelsalat zum Mitnehmen. Okay, warum wollen Sie es denn nicht hier essen, Frau Kotziba? Hm? Ich will mich ja nicht aufdrängen. Na, also kommen Sie in die Küche. Sag, hast du dem Herrn Kudernjak nicht gesagt, dass er kommen soll? Ja, aber freilich habe ich es ihm gesagt. Der Franz ist ja da. Nicht wissen, wo ist Kudernjak. Aber essen sein Schnitzel. Ja, du, ich mache mir jetzt wirklich Sorgen. Okay. Ich geh noch schon. Also, vielleicht sollte ich lieber. Ja, du bleibst schon bei deiner Braut. War ja noch schöner, wenn er sich gleich am ersten Tag verpolisiert. Na, ich komme. Du auch? Also, ja. Wunderbar. Hier okay, ist doch unsere Hochzeit. Na ja, eben. Ne? Entschuldigung. Lass mich in Ruhe, ich bin nicht da. Ich brauch nix, lass mich in Ruhe. Kudernjak! Kudernjak, sofort aufmachen! Kudernjak, nicht direkt! Kudernjak! Hans, was machst du nicht auf? Ist was passiert? Kudernjak, traurig, warum? Ja, weil ich jetzt nix mehr hab. Was nix? Mit der Chronik bin ich fertig. Und ist alles so leer. Was kann denn jetzt da kommen aus einem Holzpyjama und der Grube am Friedhof? Kudernjak sterben. Also da ist noch ein bisschen Zeit. Und was Sie da sagen, ist der größte Blödsinn. Wegen einem fertigen Birl sperren Sie ihn ein am höllichten Tag. Die Hochzeitsgäste warten auf Sie. Denen schmeckt's nicht, wenn Sie nicht dabei sind. Also kommen Sie, machen Sie kein Theater. Hm? Na gut. Wenn die auf uns warten, dann müssen wir hingehen, gell? Uns zwei noch. Uns zwei haben die nicht vergessen. Schau's mich so fremdlich an. Peace out, boy,
Sehen Sie sich jetzt. Ja. Das, alle Kinder, alle das Wirtshaus, denkt das was jetzt nicht mehr. Dieses Wirtshaus, weil es nicht mehr gibt, weil jetzt ein McDonald seine Lauer und so zu trinken hat. Ich darf einer, weil ich da allein ich wie ein Trottel und der fremde Leute stehen. Und meine Frau allein ich zu Hause in ihrer Wohnung sitzt. Also das kann man da ändern. Wir holen den Alten einfach her. Rudi, wie redst du denn? Denk doch dran, dass du als Repräsentant Wiens da sitzt. Das denke ich eh. Und gerade deshalb darf ich es nicht zulassen, dass du René singst. René, sag du zu mir, komm ein paar Puzzle. Deine Kampagnen, Katrin, die muss einfach her da. Karpi! Irgendwas haben die Alten noch immer gesagt, nutze den Tag, bevor sie die Erde Carpe diem heißt es, Rudi. Von Erdäpfeln ist drin nicht die Rede. Diese Wurst? Aber recht haben sie gehabt, die Idaker. Ich bin der Gneißer und Mandatar und ich werde es einrichten. Und das sage ich jetzt vor alle da. Bitte nicht böse sein. Das wird schon gehen, Herr René. Steh auf und geh. Wieso? Ich mach da kein Theater, hast. Was ist das? So ähnlich wird es in Budapest gewesen sein mit dir und dem Scheutel, gell? In Budapest war das ganz anders. Ganz anders. Da hat uns diese Presse, diese Scheißpresse auf mich, hat uns nur eine Huschen gekriegt. Weil es in Wirklichkeit war das Budapest gehört niederbrennt. Radikal. Jetzt ist genug, ich geh. Ja, du findest ja gar nicht alleine so tun. Ich nehme ein Taxi. Ich bereue, dass ich mitgefahren bin, hast. So viel, als wäre ich Haar auf dem Kopf hab. Ist eine Karte, die sagen wir, ne? Ja, die Herrengattinnen Rudi. Und das ist ein Kreuz. Wenn sie nicht da sind, dann kränkt man sie. Und wenn sie dann da sind, dann kränkt man sie auch. Singen wir nur ein Lied. Puss. Ja. Weg ist sie. Wo ist ganz noch? Heringstanzeln. Das ist gut. Wo ist denn die Heringstanzeln? Wegen kurz und wegen lang, wegen oben auf der Bahn, wegen ihn und wegen Bein, da sind die Leute. Da war ich da, 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 da. Jetzt komm ich. Grüß dich. Morgen. Hallo, servus. So. Habt ihr Fest gefeiert gestern? Schön war's. Ich hab gute Nachrichten. Für die Ines. So? Ja, welche? Du kommst zu uns? Ich bin ja eh schon da. Ja. Zu uns heißt zur Polizei. In unser Kommissariat in die Pappenheim gossen. Hm? Ich werde sich doch nicht erinnern, dass der Gustl und ich vor ein paar Wochen so einen Potzenfahren gemacht haben. Wir sind russischen Mädchenhändler. Hm, ja. Und damals habe ich unseren Hofrat angehört, ob er nicht was hat. Für die Ines bei uns im Kohort. Und jetzt hat er was? So ist es. Du kannst bei uns im Meldeamt als Karenzvertretung anfangen. Da muss ich dir schon vorstellen kommen. Na, das ist ja frei. Erst, na, freust du dich? Ja, wenn's was wird. Also, ich muss. Vierte. Papa. Papa. Vierte. Du bist ja so gut wie bei uns. Wir zeigen es, allein wir nicht hocken. Nur mit der alten Bohaska. Mit dir muss ich gut stellen. Ja, ist ein bisschen schwierig, was zu sagen. Keppelzahn. Aber im Grund war es uns wieder, aber man weiß, wie man es nimmt. Du, ich danke dir schön. Ich meine, wenn das was wird, auch wenn es nichts wird. Weil irgendwie bist du der Einzige, der
was auf mich hält. Ich meine, der nicht glaubt, dass ich ein Nieten bin. Das glaubt doch sowieso niemand, hm? Weißt du, bist du ein Mädel? Und ich mir immer gewünscht, dass meine Tochter. Naja, lassen wir das, ne? Jedenfalls fährst du mal mit mir ins Kort. Und dann werden wir schon sehen. Hm? Siehst du da hinten, schaut da drin, bin ich aufgewachsen, schau. Aha. Ja. Das ist ja furchtbar. So trostlos. Das ist trostlos, jetzt haben sie das Rosa angeholt, nicht? Weil ich als Bub immer ein Hetz gehabt habe. Was glaubst du, bei der Donau? Nein, wir haben uns wegen. Wah! Sag mal, da kann man doch auch Boot fahren, oder? Ja, klar, auf Boot fahren kannst du auch, ja. Willst du? Oh ja, gern. Ja, dann machen wir einen Badeltörn, hä? Das Wetter sollten wir doch ausnützen. Ja, tun wir das. Und aber früher zeige ich dann eben noch die Städte, wenn es wirklich ist. Ja, ich hab da ganz meine Firmen, hab ich da überlegt. Pass auf, da vorne. Das zeige ich dir. Schaut jetzt deppert aus, aber das ist mein ehemaliges Heiratsvermittlungsbüro. Aha. Ja, es war eh super gegangen. Und dann ja, wach ich oder träum ich? Den Joschi gibt's auch noch. Jesus, hallo, schöne. Tag, Frau Kotzebauer. Tag, Herr Täubler. Guten Tag. Guten Tag. Darf ich gleich bekannt machen, das ist die Frau Dr. Inge. Ah, die Frau Doktor, schau. Ja, und das ist, darf ich bekannt machen, das ist eine ehemalige die Hausmeisterin, die Frau Kotzebauer. Angenehm. Ebenfalls. Wissen Sie, ich habe nämlich sein Dreck geputzt. Und Sie? Ich putze gar nichts. Na gut, meine Zähne putzt. Weil die Frau Doktor sind mit Zahnärztin. Ja, da kann man ja nur gratulieren. Ne? Hast die ganze aufgearbeitet. Also gut, ich glaube, ich muss jetzt. Das glaube ich auch, dass du musst. War mir ein Volksfest, Frau Doktor. Ganz meinerseits. Wiedersehen. Hallo. Hey, Klatschi. Sieh was. Gibt's das? Wir haben uns ja schon Ewigkeit nicht mehr gesehen. Warum rührst du nicht bei mir? Ja, nein, hast du mir erst zu um. Ich bin ja. Ja, darf ich bekannt machen? Die Frau Dr. Inge. Claudia, hallo. Guten Tag. Hat Ihnen der Joschi schon unsere gemeinsame Geschichte erzählt? Nein, eigentlich nicht. Und die zwei gibt es sogar ein Video mit der Vera. Aha, mit der Vera. Ja, das kann ich. Ich erkläre das alles einmal in Ruhe, das mit der Vera. Es gibt's wirklich nicht. Ein ganz neuer. Sabine, servus, Joschi. Hallo. 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 Das ist übrigens die Frau Dr. Inge. Ich bin die Sabine. Mhm. Eine ehemalige Unterkunftgeberin vom Herrn Täubler. Aha. Ja, also gut, der wird es bekannt machen. Das ist die Sabine Leitner. Jetzt nimmer. Jetzt Sabine Henker. Was? Mhm. So, das weißt du ja noch gar nicht. Die Sabine hat den Herrn Henker geheiratet. Na okay. Geh, das ist wie ihr Stoch. Na ja, gut, vielleicht wird er innere Werte, ne? Du, gratuliere auf jeden Fall, gell? Sollten wir jetzt nicht langsam doch vielleicht Boot fahren gehen? Ich meine, bevor sich's noch mehr zusammenzieht. Ich glaube, jetzt hat sich schon einiges zusammengezogen. Ja, gut. Mädels, aber laut sich selber einen Einsatz. Ich muss Boot fahren. Was ist denn das für ein Auflauf? Ah, der Herr Täubler. Ah, haben Sie sich wieder eine neue Schlampenschleudern gekauft? Na ja, die schaut ja wirklich etwas bequemer aus als das Unding, mit dem wir gemeinsam in Italien waren, nicht wahr? Frau Kaiser, das ist nicht mein Auto, das ist das Fahrzeug von der Frau Doktor. Inge. Danke. Ah, also ich glaube, jetzt solltest du aber fahren, weil sonst gibt's ein Gewitter. Gut, also wiedersehen, die Damen. Ja, du sollst dir noch was zeigen von Kaiser Mühlen? Nein, also ich glaube, eigentlich habe ich schon genug gesehen. Ja, da war mal so ein kleiner Überblick. Aber ich kann dir das alles. Na, da hat er sich ja wieder was gefunden. Also die Claudia, das war die Kleine, die Blonde, die kenne ich schon, das ist, die habe ich nicht mehr. Aber Joschi, ich bitte dich, lassen wir doch die Vergangenheit rum, ja? Ja, lass mal so rum. Ist mir recht. Ja, schau, der Joschi. Hallo, du Knackhorschi. Geht unterm Zauberstapel. Ja, der ist super. Ja, das ist übrigens das Frau Doktor Ding. Inge. Na,
Was sagt unsere Buben, Herr Bezirksrat? Prächtig, prächtig. Und? Spülen schon in der richtigen Form. Ja, gell's? Was dort denn rennt? Das ist unsere Zukunft. Heute noch Knaben, aber morgen schon Kampfmannschaft. Spielen gegen Rapid, Austria, ja. Europacup. Ja, ja, ja. So weit wird's schon nicht werden. Da sind schon ein paar Talente drunter. Ausländerkinder auch, oder? Ein paar. Ich glaub. Schäbester! Komm her mal! Was? Es wird gefragt, wie viele Ausländerkinder wir bei den Knaben haben. Das war sie, sechs oder sieben, warum? Wer fragt denn da noch? Ich? Sagen Sie, haben wir nicht genug Burschen eigenen Blutes? Ja, unser Blut sitzt lieber daheim, heißt, dann spielst du mit den Zeichen, nicht? Oder mit dem Computer. Nur die Ausländer, die haben ein Interesse an einem harten Trainer. Ja, deswegen spielen ja bei den Großen ein Haufen Ausländer oder frisch Eingebürgerte, ne? Weil der FC Kaisermünd darf ja nicht untergehen. Ja, natürlich nicht, bitte, natürlich nicht. Aber müssen hier in Kaisermünd, ich meine, unsere Subventionen sollten nur für die eigenen Kinder da sein, oder? Die Ausländer sind Fußball spielen, was wollen. Bei Dynamo Istanbul oder was weiß ich. Wir werden unsere Jugend sportlich so hinkriegen, dass sie der neue sportliche Mann werden. Ne? Sag mal, solche Sprüche habe ich dir schon mal gehört, ne? Hart wie Grobstahl, flink wie ein Wiesel, zäh wie Leder. Jetzt schlägt die meine Sprüche und legt mir am Arsch, so weit es reinkommt. Glauben Sie sich überhaupt? Wissen Sie was? Mit sowas wie Ihnen stelle ich mich gar nicht hieße. Ihr Verein und seine Praktiken gefallen mir überhaupt nicht. Und sowas als Platzwart schon gar nicht. Sie? Sie gehören in eine geschlossene Anstalt. Ja, da möchte ich auch gerne hin, du Nazi! Aber ich komme nicht rein! Wie war das jetzt? Haben Sie mich hier verzeugen? Nazi geschimpft? Logisch. Ich sage immer die Wahrheit. Herr Silvester, das bringt Sie wieder auf den Steinhof. Wer mich Nazi nennt, der wird nicht lang frei herumlaufen. Habe die Ehre, Sie hören von mir. Na hoffentlich, du Arsch! Sag mal, hat das sein müssen? Ja, logisch. Nazi, Nazi, Nazi! Der Wiesratschil ist ein netter Mensch. Der bringt mich bestimmt nach Steinhof. Langsam frage ich mich, ob du nicht wirklich deppert bist. Ja, also das ist die Kartei. Da sind alle Meldezettel vom gesamten 20. Bezirk abgelegt. Die werden sie dann ordnen und sortieren. Vorsicht, da ist eine gefährliche Stufe. Guten Morgen, Frau Prohaska. Ich bringe Ihnen hier Ihre neue Helferin, das Fräulein Ines Schimmel. Guten Morgen. Morgen. Jetzt schaut doch nicht rein, wenn die Hundschitten, schönste aller Frauen. Lächeln Sie das Fräulein Schimmel ein bisschen laut, ihr fürchtet doch sonst vor Ihnen. Hm? Sagen Sie die schönste aller Frauen zu mir. Sie alter Don Johann. Das Fräulein Ines ist die Schwester von unserem Bezirksinspektor von der Gruppe 2. Ach, von dem? Na, da gefällt mir die Schwester besser wie der Bruder. Ich bin die Prohaska. Die Kieberer Uniformierten und der Herr Stadthauptmann sagen hinter meinem Rücken alte Prohaska zu mir. Aber ist ja gar nicht wahr. Ich lass reden. Wissen Sie, wie es zum Stadthauptmann sagen? Ich sag's lieber nicht. Dann sag ich dem Fräulein Schimek, unser Hofrat heißt Schneckerl, weil er nur 27 Haare hat auf seiner Glatzen. Hat die wer gehört, oder was? Na, ein Goschen hast, Schimek. Freut mir. Wir werden uns schon zusammenraufen. Auch wenn die meisten sagen, ich bin ein alter Drachen. Die Mama hat recht gehabt. Sobald das Taj Mahal fertig ist, weiß ich, was ich mache. Jetzt müssten sie aber bald kommen. Ja, ja, ich geh schon. Was du? Ich habe über sieben Ecken gehört, dass du den Wieslatschil alles hingeschmissen hast. Ja, und was interessiert dich das? Du hast mir verstoßen und hast gesagt, ich bin eine Natter. Fipp, hab ich gesagt. Aber Pepe, das ist schon so lange her und der Mensch ändert auch manchmal seine Meinung, ne? Willst du mich da draußen stehen lassen wie ein Hausierer? Herr Schreutl, oh, was machen denn Sie bei uns? Ich, ich,
gehabt, weil ich wollte ein bisschen reden mit dem Peppi und bin aber schon quasi wieder weg. Aber das kommt ja gar nicht in die Frage, Herr Kollege. Ich habe da ein paar Tröpfel aus Ungarn mitgebracht. A la Bonheur. Du willst wirklich noch was. Nein. Hey, pardon, geht's weiter. Kommen Sie. Ja, dann muss ich. So, bitteschön. Lass es euch gut schmecken. Und wenn wer nicht genug hat, dann sagt das, dann kriegt er einen Nachschub. Und zwar ohne Aufpreis. Bei mir ist noch jeder satt drin. Also, mit unserer Familie jetzt aufwärts. Der Kaisermann kann stolz auf uns sein. Opa, warum denn? Na, weil jetzt fast alle Polizisten sind, bis auf die Mama und die Nancy. Soll ich auch noch zur Polizei gehen, damit wir noch mehr sind? Ja, wenn du das machst, dann zieh ich aus von daheim. Der Polizisten möchte immer noch Wachzimmer. Ah, ja. Deswegen duschst du immer, wenn du im Dienst zu Hause kommst. Genau. Da bin ich. Opa. Oh, der Herr Schwiegerpapa. Merci für die Einladung. Kein Mensch hat dich eingeladen. Damit nur ja kein Irrtum entsteht. Alles, was du da bestellst, zahlst du selber, gell? Dass du uns nicht in Ruhe lassen kannst. Andere Kinder würden sich freuen, wenn ihr alter Vater schon vom vierten Gebot gehört. Moses hat gesagt. Bitte hör mal doch auf. Und der Moses, die Kinder gehen die mit den Tafeln am Berg um. Also setz dich her da. Merci, ma chère. Das vierte Gebot, was ist das schon? Du sollst keine blöden Fragen stellen. Ist das nicht so? Ja. Lieber so, das tut ihm, wie so Chiro, ich könnte heulen, Ich hab schon einen Posen verschaffen. Dafür schäh ich ein. Das soll jeder Beziehungsrat Gneißer und Rudi, seit es die Farbe Rot gibt. Jawohl! Du darfst dich wieder ein bisschen beruhigen, Rudi, gell? Und trink nicht so viel. Buben, ich trinke. Aber durch, du verstehst das Nuckel. Schau her. Es ist nichts passiert, du Meister, hast du halt. Gesetz die Barbara. Ja, musst du auf, bitte. Ja. Du lieber Schwiegel. Der Sohn. Der Himmelvater hat alle meine Gebete erhört. Es ist wie aus dem Buch hier oben. Also, was war da? Wenn der Hiob einen seiner lang vermissten Söhne wiedergefunden. Also, und also, damit den Glauben an Gott. Das glaube ich aber nicht. Nein, weil ich glaube, danke. Der weiße Schütterberg, alte Kreisky, hat von oben rübergeschaut und hat das Ding auch gesagt, da passt mir helfen. Jawohl, das ist glaube ich. So nein, das war jetzt ganz anders. Ich habe ihm Fislochil gesagt, er soll mir den Arsch lenken. Was ist das, hast du gesagt? Sehr gut. Und ich habe gesagt,